Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zur dritten Episode meines Podcasts, Samuelift Podcast auf iTunes, Spotify und YouTube in Video. Und für alle unter euch, die das in Videoformat schauen, können sehen, rechts neben mir sitzt eine Person. Sehr befremdlich bei mir, ich weiß, ich bin eigentlich immer alleine hier, aber heute habe ich eingeladen einen Ehrengast quasi, den lieben Sebastian Pracht, der sich gleich mal vorstellen darf, wo er herkommt, was er macht und warum er überhaupt hier ist. Viel Spaß. Ich bin Sebastian Pracht, 19 Jahre alt, wohne derzeit in Königs Wusterhausen und mache eine Ausbildung zum Kaufmann für großen Außenhandel und gehe in dieselbe Schule wie der gute Sam hier. Genau, also der liebe Sebastian geht in dieselbe Schule wie ich und ist auch quasi so meine Bezugsperson zu der Schule gewesen. Er ist zwar nicht in meiner Klasse aktuell, aber in der Nebenklasse, wir haben uns da quasi kennengelernt. Aber der liebe Sebastian, der war nicht immer in der Schule, der war auch nicht immer in Berlin, der war auch nicht immer nur in Königs Wusterhausen. Der hat nämlich schon einiges durch, was Umfeld, Mobbing und andere Sachen angeht. Zuallererst würde ich gerne anfangen mit, wo du geboren wurdest und wie es von da aus weiterging, in kurzen Abschnitten. In kurzen Abschnitten? Ja. Also in groben Überzügen? Fuck. Alles gut, red weiter. Lass mir so? Okay. Ja, also ich bin in Königs Wusterhausen geboren. Ja. Da haben wir dann gelebt, bis ich 2 Jahre alt war. Dann sind wir nach München umgezogen, also ich und meine Familie, deswegen spreche ich immer in Wir-Form. Dort haben wir dann auch 2 Jahre gelebt. Da bin ich für kurze Zeit in den Kindergarten gegangen. Von dort aus ging es dann nach Thüringen, nach Bad Liebenstein, das ist in der Nähe von Eisenach. Und dort bin ich dann in den Kindergarten, in die Grundschule und dann später auch in die Realschule gegangen, um mein MSA zu machen. Genau. Und später sind wir dann wieder nach Königs Wusterhausen zurückgezogen. Und dann bist du auf in die Berufsschule gegangen, zur Ausbildung zum Großhandelskaufmann, heißt das so? Oder heißt das Groß? Wie heißt die? Großhandelskaufmann. Großhandelskaufmann. Ja. Also ich bin Einzelhandelskaufmann, fast bald Gelehrter. Und er ist fast bald Gelernter. Großhandelskaufmann sehr wahrscheinlich. Genau, Sam ist Gelehrter und ich bin Gelernter. Genau, ich bin Gelehrter und er ist Gelernter. Okay. Und wie kam es zum Mobbing? Du hast mir erzählt, du wurdest in der Vergangenheit gemobbt wegen irgendwelchen Gründen. Und ich ja, genau. Wissen, also das war in der Realschule. Am Anfang, also die Realschule geht in Thüringen, für alle, die das nicht wissen, von der 5. bis zur 10. Klasse. Und man kommt eben frisch von der Grundschule, das heißt aus der 4. Klasse direkt in die 5., was ja normal ist. Ja. Und am Anfang war alles gut. Man kannte sich noch nicht wirklich untereinander, aber wir lernten uns halt alle kennen. Und das nahm dann halt alles so seine Zeit. Und in der 6. und 7. Klasse war wirklich meine schlimmste Zeit eigentlich. Weil ich da sehr, sehr, sehr stark wirklich gemobbt wurde und ich wusste einfach nicht, warum. Mhm. Weil ich einfach immer der Mensch geblieben bin, der ich war. Also ich habe nie versucht, irgendjemanden anzugreifen oder in ein schlechtes Licht zu rücken, sondern ich habe einfach immer das gemacht, was ich halt gedacht habe, wie es richtig ist. Ist ja richtig so, ja. Ja, und da gab es halt einige Personen, die aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme heute an, es war der Neid oder was anderes. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall haben die mich dann zum Opfer der Klasse auserkoren und mich wirklich fertig gemacht, Tag für Tag. Also es war wirklich der Horror. Ich bin heulend nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte da nicht mehr hin. Ich möchte nicht mehr in die Schule gehen. Das ist echt schlimm. Ja. Ich habe genau dasselbe zu meiner Mutter gesagt in der 8. Klasse. Habe ich ihr gesagt, Mama, ich möchte da nicht mehr hingehen. Ja. Ich finde es so schlimm. Genau dasselbe habe ich auch gesagt. Sie hat auch verstanden und gesagt, okay, dann musst du nicht mehr hingehen. Ja. Hat sie irgendwie gesagt. Okay, auf jeden Fall. Ich finde es so krass. Für alle, die das Ganze hier in Audioform hören und Sebastian nicht in echt sehen. Wie groß bist du? 1,80 ungefähr, oder? Ja. Also komplett. Man kann sagen, komplette Durchschnittsmaße. Du siehst aus wie ein... Nicht, man kann dich ja nicht irgendwie festmachen, warum man dich mobben hätte können. Ja. Du bist nicht dick, so wie ich es war, du hörst dich nicht schlimm an, du hörst dich ganz normal an, du bist ein ganz normaler Mensch und deswegen finde ich es einfach nur schlimm, wie sowas passieren konnte überhaupt. Ja, man sagt ja immer zu Recht, Kinder sind grausam oder können grausam sein und ja, das stimmt auch irgendwo, weil Neid ist immer und überall da und der kommt einfach und der geht auch nach einer Zeit einfach wieder, aber in der Zeit ist es
für denjenigen, der den Neid abbekommt oder das Mobbing, einfach nur schlimm. Und da braucht man auf jeden Fall eine Person, die einem da raushilft. Und in dem Fall war es meine Mutter, weil wir haben jeden Tag haben wir darüber geredet. Wir saßen in der Küche. Ja. Und ich war echt froh, dass ich da meine Mutter hatte, weil die hat mir immer wieder neue Motivation und Kraft gegeben und hat gesagt, du bist so, wie du bist und du bleibst so, wie du bist, ja, und mach einfach und du schaffst das, du kriegst das irgendwie hin. Top gewesen. Du hast auch geschafft, damals in derselben Klasse den Schulabschluss zu machen oder bist du woanders hingegangen? Ja, ich bin auf derselben Schule tatsächlich geblieben und habe dann meinen Abschluss gemacht. Gut geworden? Gut geworden. Durchschnitt? Ich glaube 2,3 oder so, 2,2. Okay, alles easy. Also bei mir war, ich habe die Klasse gewechselt nach der 9. Mhm. War erneut nicht mehr in der Schule, also ich bin einfach nicht mehr hingegangen, weil ich nicht mehr konnte, es ging nicht mehr. Die meisten wissen ja schon, ich war sehr dick früher, weißt du ja auch. Ja. Dementsprechend ein Angriffspunkt für alle, für jeden eigentlich der einfachste Angriffspunkt, auf die Dicken zu gehen. Und habe in die Schule gewechselt, habe dann quasi auch mein MSA gemacht. Ja. Und dann sind wir quasi denselben Weg gegangen. Du bist ja umgezogen nach der 10. oder wie kam es, dass du jetzt wieder in Königs Wusterhausen bist? Und ja, mein Vater ist bei der Bundespolizei tatsächlich. Mhm. Und der hat relativ oft die Standorte gewechselt und die Familie natürlich immer mitgenommen. Ja. Und ja, deswegen sind wir so oft umgezogen. Und 2015 hat mein Vater dann wieder ein Angebot bekommen, wieder in Berlin zu arbeiten. Und das Angebot haben wir dann wahrgenommen und dadurch sind wir dann wieder zurück nach Königs Wusterhausen gezogen. Ja. Also ich finde es immer sehr interessant, mit Menschen zu reden, die eben so viel negative Erfahrungen gemacht haben, mhm, weil ich selber da aus Erfahrung sprechen kann. Und daraus aus, es gibt eben, die meisten Menschen haben eben nicht so negative Erfahrungen gemacht, wie du sie gemacht, ja, haben musstest, wie ich sie gemacht haben musste, wie einige, die das gerade hören, sicher auch durchgemacht haben. Denn aus einem anderen Grund hört man dieses Gelaber von uns beiden eben nicht. Ja. Jetzt die Frage, hast du daraus irgendwas mitgenommen, was du mir und den Leuten vielleicht als Tipp geben kannst? Weil, ganz kurz noch zu dem Punkt, warum ich das möchte, weil du hast dich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt. Als ich dich kennengelernt habe, hast du mir schon erzählt, da warst du ohne Freunde in Berlin, dazu kommen wir gleich, ja, wie du Freunde gefunden hast. Ja. Und du hast dich extrem krass entwickelt. Das ist wirklich zu einem Arbeitstier geworden. Noch schlimmer als ich, und ich bin wirklich ein Arbeitstier. Nicht so wie er, aber er ist halt auf einem anderen Weg ein Arbeitstier. Ich bin auf anderen Ebenen ein Arbeitstier. Wir legen jetzt mal los, ob du irgendeinen Tipp hast für mich und die anderen, wie du es geschafft hast und was du daraus gelernt hast. Ein Tipp, also ich habe jetzt keinen wirklichen Tipp, wie man es da rausschafft von heute auf morgen, weil das wird nicht funktionieren. Also so einen Tipp wird es auch nicht geben. Das, was mir in der Zeit wirklich geholfen hat, oder was meine Mutter auch immer zu mir gesagt hat, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ja. Und das stimmt wirklich. Ja. Also alles, was dich nicht umbringt, macht dich wirklich stärker. Du lernst daraus. Und alle Leute, die negativ auf euch zukommen und immer sagen, du schaffst das nicht oder du bringst es zu nichts oder was auch immer, die muss man wirklich als Lerngeschenke erachten und als Motivationsgeber. Weil, um am Ende den Leuten sagen zu können, du, ich hab's geschafft, sieh mich an, ich bin jetzt wer, ich kann was. Ja. Das hat mir tatsächlich geholfen und mich auch unterstützt und dadurch habe ich es geschafft. Ich kann das genauso bestätigen, das würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Dass man daraus eben so viel mitnehmen kann und dadurch eben eine ganz andere Persönlichkeit entwickelt wie alle anderen. Ja. Und du bist jetzt in dem Moment, in dem du gemobbt worden bist, so lange Zeit und es durchgestanden hast, hast du in den jungen Jahren, du warst damals 15, 14, 16 vielleicht? Ja, 12, 13. 12, 13, 14, 15, irgendwas in dem Bereich, die ganze Jugend quasi mit Mobbing durchlebt. Ja. So der schöne Teil der Jugend eigentlich, wo man eigentlich Spaß haben soll, dass du dich mit Mobbing dich beschäftigen müssen, das haben eben der Großteil der Menschen eben nicht gemacht. Du hast auch so viel mehr gelernt als die anderen, das musst du einfach so sehen. Ja. Du wirst so viel mehr an Erfahrung sammeln dürfen als alle anderen und wirst später im Leben wahrscheinlich sehr viel mehr erreichen als eben die Menschen, die dich damals runtergemacht haben. Und auf jeden Fall, das habe ich tatsächlich schon. Schon mehr erreicht als alle anderen? Ja. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Genau, du kamst dann nach Königs Wusterhausen und hast eine Ausbildung gesucht, richtig? Nee, ich kam nach Königs Wusterhausen und hatte mich tatsächlich auf einer ganz normalen Gesamtschule beworben. Okay. Die ist in Zeuthen immer noch. Hm. Und bin da auch hingegangen
Und am Anfang war es ziemlich schwer, weil die Schule hat nach den Sommerferien begonnen. Das heißt, ich glaube 2016 war das im August. Okay. Oder Anfang September, irgendwie sowas. Ja. Und wir sind, aber der gesamte Umzug war aber erst im Oktober, Mitte Oktober. Das heißt, ich war die ersten 6 Wochen, 7 Wochen alleine. Komplett alleine in Königs Wusterhausen. Okay. Und bin da zur Schule gegangen, auch ersten Schultag und so. Ja, und kannte eben niemanden. Ich kannte gar keinen. Manche kannten sich auf der Schule schon, weil sie da ihren Realschulabschluss gemacht haben, ja, und so. Das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Und ich bin da hingekommen und kannte halt niemanden. Und wir haben uns halt alle in der Mensa versammelt und jeder hat sich einen Platz gesucht und jeder saß so in Gruppen. Und ich habe mich halt ganz vorne in die erste Reihe gesetzt, wo gar niemand saß. Würde ich auch so machen, habe ich auch gemacht. Und habe mich da halt hingesetzt und habe gewartet, ja, bis es anfing. Ja, genau. Bis die wie nennt man das? Bis die Schulleiterin kam, genau. Und irgendwas gelabert hat von irgendeinem, genau, wie toll die Schule ist und was ihr machen, ja, müsst und so weiter und so fort. Und die einzelnen Namen dann für die Klasse aufgerufen hat. Ja, und dann ging es auch schon los. Dann war Vorstellungsrunde, jeder hat sich so ein bisschen untereinander kennengelernt. Und ich habe zu der Zeit einen Jungen kennengelernt, der in meiner Klasse war. Und mit dem habe ich mich die ersten paar Monate richtig gut verstanden, bis ich dann mitbekommen habe, dass es ein sehr, sehr komischer Kauz, kann man sagen, war. Okay. Weil der so Eigenarten an sich hatte, mit denen ich einfach nicht klargekommen bin. Also ich würde es als Autismus einstufen. Andere würden sagen, keine Ahnung, der ist einfach so und will sich nicht ändern. Ja, und dann habe ich mich von der Person so ein bisschen abgekapselt und habe dann mal die anderen Leute in der Klasse wirklich kennengelernt, von denen ich mich so ein bisschen distanziert hatte und festgestellt, dass die wirklich freundlich und liebe, nette Leute sind. Und mit denen habe ich mich dann angefreundet. Und dadurch ist dann so eine kleine Clique in Brandenburg, sage ich immer, okay, so schön entstanden. Ja, bis ich mich dann entschieden hatte, abzubrechen. Warum? Die Frage. Warum ich abgebrochen habe? Das ist die Frage, ja. Wegen den Lehrern tatsächlich. Weil ich war immer so ein Mensch, und das war ich auch schon in der 10. Klasse in Thüringen. Ich hatte keinen Bock mehr, mir von Menschen, die angeblich behaupten, sie wüssten es besser, mit ihren, ja, Erfahrungswerten, mir irgendwas sagen zu lassen. Weil, ich meine, wir waren in der Oberstufe und manche waren schon fast auf dem Weg, volljährig zu werden, also ihren 18. Geburtstag zu haben. Mhm. Und ich war der Meinung, warum soll ich mir da was sagen lassen? Also warum wird mir gesagt, ihr müsst das so machen? Warum wird dir gesagt, ja, aber du kannst doch nicht einfach, du kannst nicht einfach das machen, du sollst nicht dies tun, ja, du sollst das, ja, lassen. Und das in einer Art und Weise, die ich einfach aus heutiger Sicht nicht für pädagogisch wertvoll erachte. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, die 11. Klasse abzubrechen, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Ich wollte auch nicht mehr hin. Ja. Und mir dann eine Ausbildung zu suchen. Was ist es für ein Gefühl, wenn du eine Sache abbrichst, für die du ja eigentlich vor all deinen Freunden und vor der Familie eingestanden bist, dass du jetzt das machen willst, durchziehen willst, dann abbrichst einfach nach fast einem Jahr. Am Anfang ist es so das Gefühl von, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ja, und stehe voll hinter der Entscheidung. Ja. Aber wenn die Entscheidung dann wirklich getroffen ist und das dann alles so in die Wege geleitet wird, dann überdenkst du das alles nochmal. Also kann mir auch keiner erzählen, dass er das nicht nochmal überdenkt. Ja. Und dann stellst du dich so oft in Frage und denkst dir so, ist das wirklich eine kluge Entscheidung? Ja. Solltest du das wirklich so machen? Und verschiedenste Leute sagen auch zu dir, mach das nicht und das ist gut und bleib da weiter am Ball, lass es sein, änder nochmal irgendwas. Und ja, das ist dann, wird von einem guten Gefühl eigentlich zu so einem komischen, ja, schlechten, bauchkrummligen, genau, Gefühl. Genau. Ja. Ja, ich habe davor ja auch schon sehr viel abgebrochen und das ist, kann ich bestätigen, dass es ein sehr schlechtes Gefühl ist, wenn irgendwann auch Freunde und Bekannte zu dir kommen und dir sagen, dass du eben
so einer bist, der alles abbrichst. Ja. Dass du jemand bist, der aus das, du packst eh nichts, Dicker, du bist so und so, du kannst nicht, bist schlecht. Und automatisch als schlecht, als weniger wert als die behandelt, als die, die es durchziehen, oder? Hast du das auch so gespürt? Nicht ganz so schlimm wie du, aber in gewissen groben Zügen auch, ja. Okay. Und dann hast du abgebrochen? Dann habe ich abgebrochen und dann habe ich mir, ich wollte jetzt gerade sagen, so schnell wie möglich eine Ausbildung gesucht, aber das stimmt gar nicht. Weil nachdem ich die 11. Klasse abgebrochen hatte, war es überhaupt die 11. Klasse? Ja, es war die 11. Klasse. Bin ich in ein Loch eigentlich gefallen und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Mhm. Aber meine Eltern und meine Freunde und auch verschiedenste andere Leute haben es mitbekommen. Ich bin wirklich in ein tiefes Loch gefallen und habe 4 Monate gar nichts gemacht. Ich lag nur in meinem Zimmer, ich bin nicht rausgegangen. Ich habe mich quasi nur von YouTube-Videos und wirklich Essen ernährt. Das war alles. Ich bin nicht aufgestanden, ich bin kaum rausgegangen. Also du hast dich von Essen ernährt, ja? Von was sonst, ne? Ja, das hätte ich die Frage nicht stellen würde. Okay. Ja. Ja. Und dann tatsächlich, nachdem meine Mutter irgendwann mal gesagt hatte, komm, wir gehen jetzt zum Arbeitsamt, so blöd das auch klingt, gehen wir dorthin. Ja. Und haben nach einer Ausbildung gesucht und haben verschiedene Angebote eben bekommen. Mhm. Und ich habe mich dann sofort am selben Tag eigentlich noch hingesetzt und habe schon eine Bewerbung geschrieben, aber schlecht geschrieben, weil ich eigentlich gar nicht dahin wollte. Ah, okay. Ich wollte gar nicht zu diesem Betrieb oder wie auch immer. Und die haben tatsächlich auch am spätesten geantwortet. Die haben mich aber trotzdem zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, überraschenderweise. Mhm. Und ja, habe mich dann am zweiten Tag für andere Unternehmen beworben und bin dadurch zu meinem jetzigen Ausbildungsbetrieb gelangt. Wo du auch glücklich bist, ja? Wo ich, ja, momentan bin ich glücklich, relativ glücklich, kann man sagen. Wenn du jetzt zurückblicken würdest auf die Zeit, bist du auch zufrieden mit der Entwicklung, die du jetzt durchmachen durftest? Ja, definitiv. Ja. Weil das, also wenn ich so zurückblicke, dann gibt's immer Hoch und Tiefs, aber die Tiefs sollten einen bringen und die Hoch sollte man feiern, so gut es geht. Und ich bin sehr zufrieden, so wie alles gelaufen ist oder wie es gerade läuft, ja. Du bist auch aktuell in einem sehr lang anhaltenden Hoch, oder? Wenn ich es richtig? Das ist tatsächlich wahr, ja. Ich bin gerade in so einem, in so einer guten Phase, die das sehr lange schon anhält. Ja. Wie lange ungefähr? Wann fing? Also, ich weiß noch damals, als ich in die Schule kam, da war irgendein komischer Typ auf dem Pausenhof und hat geraucht irgendwie. Ich glaube, ich habe da auch angefangen zu rauchen, aber zumindest so ab und zu mal, weil ich ja cool sein wollte, so wie Basti zum Beispiel neben mir. Wann hast du mit Rauchen angefangen? Mit Rauchen habe ich tatsächlich mit 16 angefangen. Also kurz davor, Ausbildung warst du mit? Mit, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, mit 17. Siehst du, also kurz davor mit Rauchen angefangen, ja? Ja. Und ich sehe ihn auf jeden Fall so und dann haben wir uns irgendwann ins Gespräch gekommen. Wir haben immer so einen lustigen Spruch gemacht, dadurch, dass ich gesehen habe, Basti ist deutsch, Sebastian Pracht. Und ich habe eben, warte mal ganz kurz. Also, Sebastian hat wir haben so einen lustigen Spruch gemacht, weil ich eben gesehen habe, Sebastian Pracht ist eben deutsch. Und deswegen haben wir so uns begrüßt auf eine Art Arabisch oder Türkisch. Ist das? Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht. Arabisch. Ich weiß nicht. Wir haben jeden Tag uns eine Woche lang und mehrere Wochen lang mit Salam Aleikum und Aleikum Salam begrüßt. So fing das Ganze an. Ja. Und irgendwann haben wir uns dann ein bisschen mehr in Kontakt getreten. Dann fing es auch an, dass Basti mit mir und einigen Freunden in Clubs gegangen ist zum Beispiel. Ja. Oder andere Aktivitäten durchlebt hat, oder? Ja, definitiv. Und davor hast du mir erzählt, hast du niemanden. Du hast mir letztens erzählt, dass du davor niemanden gehabt. Du bist ja nach Königswusterhausen gekommen. Mhm. Dann warst du ja größtenteils in Berlin wegen der Ausbildung. Mhm. Und dann hast du niemanden gehabt. Wie kann ich mir das vorstellen, dass du niemanden davor hattest? Naja, also was ich immer damit meine, ich hatte niemanden. Ich hatte ja meine Clique, mit der ich immer in der Schule war, hatte ich halt einfach nicht mehr. Also ich bin nicht mehr auf die Schule gegangen. Ja. Und der Kontakt ist zwar immer noch beständig, aber war halt in der Zeit brüchig, dadurch, dass man sich halt nicht mehr jeden Tag gesehen hat, jeden Tag was miteinander gemacht hat. Ja.
Und als ich in Berlin war, war ja wieder eine neue Schule. Ja. Und da kannte ich eben auch wieder niemanden. Also ich kannte niemanden in Berlin. Ich kannte niemanden auf dieser Schule. Ich kannte gar niemanden. Also das war wirklich kompliziert. Und ich habe mich dann eben wieder versucht, da irgendwie reinzufuchsen, durchzufuchsen. Mhm. Und habe dann dich kennengelernt, richtig, den guten alten Sam. Den guten alten Sam, genau. Du warst davor doch noch nicht unbeliebt in deiner Klasse, oder? Du hast davor auch schon deine 3, 4 Freunde in der Klasse gehabt, generell in deiner Klasse jetzt. In der jetzigen Klasse. In der jetzigen Klasse? Ja, genau. Da hast du schon ein paar Leute gehabt, die du so kennst, mit denen du ab und zu in der Pause zumindest redest. Und du warst ja nicht komplett der Außenseiter, nämlich. Ja, nein, ich war nicht der Außenseiter, sondern ich habe mich halt mit den Leuten dann ganz normal unterhalten, ja, und eben so kennengelernt. Und was, ja, machst du so? Oder wo bist du? Weil die Frage, was machst du so, hat sich dann ja erübrigt, ja, gehabt. Ja. Weil wir machten ja alle dieselbe Ausbildung, so ziemlich. Richtig, ja. Und ja, mit den Leuten habe ich mich dann halt immer auf dem Schulhof unterhalten. Und dann kam, wie gesagt, die Phase, dass wir zusammen... Genau. Es war letztes Jahr, weiß ich noch, Anfang des Jahres, nee, sogar 2017 im Winter haben wir uns erst im Dezember ungefähr, weißt du noch? Im Dezember ungefähr war das. Ja. Haben wir uns angefangen zu treffen auf jeden Fall, außerhalb der Schule. Und da fing es auch an mit diesen elendigen Wochenendpartys, wie auch immer. Partynächten, ja, genau. Genau, wie ging es dir eigentlich damals, wo das mit dem Party anfangen? Ging es dir da gut, schlecht? Wie war deine Gefühlslage? Und wie viel hast du dich entwickelt von dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, mit den Partys etc. Und wie kam es, dass du jetzt das machst, was du jetzt machst? Also vor den Partys habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen einsam gefühlt, mehr oder weniger. Weil ich kannte zwar Leute und ich habe mich auch mit den Leuten unterhalten, aber so generell mehr außerhalb Kontakt gab es halt bis dato gar nicht. Und dann meinte Sam irgendwann zu mir, ey, du bist ein cooler Dude. Hast du nicht mal Bock, mit mir und ein paar Freunden von mir feiern zu gehen? Und ich so, genau, ja, klar, gerne. Ich fand es auch sehr mutig von dir, dass du mitkommen bist. Ich war vorher noch nie wirklich so richtig feiern, außer nach der 10. Klasse in Spanien tatsächlich. Und danach gar nicht mehr. Also ich hatte noch nie wirklich so einen richtigen Club von innen gesehen. Ja. Gar nicht, ja. Und dann meintest du eben zu mir, ja, komm, wir gehen feiern. Und du, ganz kurz Unterbrechung, bist einfach zu Menschen mitgekommen, die du nicht kennst. Du hast es probiert zu integrieren. Du hast mittlerweile, ja, auch in dieser Menschengruppe, die du da kennengelernt hast, deine besten Freunde, ja, gefunden. Ja. Was ich ziemlich, ziemlich mutig von dir fand. Wenn du an dem Tag Angst gehabt hättest und nicht gekommen wärst, weil du denkst, scheiße, ich habe keinen Bock auf neue Menschen kennenlernen, ist immer, für mich zumindest, immer ein bisschen schwierig. Das fand ich immer sehr gut, dass du das durchgezogen hast. Erzähl mal, wie das war, das bevor du losgegangen bist, was hast du gemacht? Und ich habe mich tatsächlich gefreut, weil ich richtig Bock hatte, erstens feiern zu gehen, weil feiern ist, war zu der Zeit, ich war jung, okay, ich war 17, ich hatte Lust. Du warst jung, genau. Ja, und jetzt bist du alt. Jetzt. Ja, und auch Lust, neue Leute kennenzulernen. Und Sam war ein lustiger Typ und ich wusste, es kann nur lustig werden. Also es, ja, wird auf jeden Fall ein Knallerabend. Also ich bin ja jetzt schon ziemlich lustig, höre ich das öfter. Aber ich war damals noch viel lustiger. Damals gab es noch nicht so viele Probleme wie jetzt. Deswegen war ich damals, was jetzt lustig angeht, war ich damals nochmal 100 Punkte mehr lustig auf jeden Fall. Ja, definitiv. Definitiv. Und deswegen war das damals auch sehr lustig mit Sebastian und meinen anderen Freunden, die damals noch aktiv waren. Ja, feiern zu gehen und Spaß zu haben. Das, ja, war so unser Lifestyle, wenn man es so nennen kann, dass wir am Wochenende eben, wie das alle Jugendlichen machen, fast jeder, nahezu jeder, eben wie ein normales Leben am Wochenende eben Partys machen und extrem schädlichen Alkoholkonsum zu betreiben, wie wir es gemacht hatten. In Kombination mit Red Bull und Wodka, was ja wahrscheinlich jeder draußen macht, was mich kaputt gemacht hat, aber Sebastian das Ganze noch überlebt hat und ihm es auch einigermaßen gut geht sogar. Vergleichsweise, dass ich da erlebt hatte, du hast auch einmal K.O.-Tropfen im Drink gehabt. Ja, das Problem war einfach, also wir haben eigentlich gar nicht gemerkt, dass wir es an einem gewissen übertrieben. Punkt übertreiben, genau. Ja, genau. Sondern wir waren einfach in so einem richtigen Rausch, Borgel, feiern,
Genau, das war Mädchen klären, wenn man so sagen möchte, wirklich. Möchte man nicht. Und wir haben es, das ist einfach an uns vorübergegangen. Wir haben es einfach nicht wahrgenommen. Wir haben es einfach nicht gemerkt, wie dumm das eigentlich ist, jedes Wochenende wirklich wegzugehen, Geld auszugeben, Alkohol zu trinken und kaum Schlaf zu haben und den nächsten Tag darauf und wieder zu verschlafen, aber trotzdem einfach um 8 aufstehen. Ja. Und um 10 in den Club gehen. Weißt du, warum ich krank geworden bin? Weil ich trotz dessen, dass du hast quasi geschafft, Ausbildung durchzuziehen, Schule durchzuziehen, Feiern durchzuziehen. Die drei Hauptmerkmale hast du ja gehabt, oder? Ja. Oder gab es noch was? Nein, es gab zu dem Zeitpunkt nichts. Und ich würde mich schlagen nochmal, wenn ich mich sehen würde. Ich war ein Mensch, leider, der arbeiten geht, feiern geht, zum nächsten Tag zur Schule geht, zum Sport geht, extrem am Ende ist und deswegen, weil man das eben über so einen langen Zeitraum exzessiv betreibt. Ich war damals jeden Tag beim Sport, ich war zweimal die Woche feiern gefühlt, kommt locker hin, dass wir in einem Monat locker 8-mal feiern waren. Das kann gut sein, dass es so war. Und es war wirklich extrem schlimm. Und so habe ich mich in kürzester Zeit einfach kaputt gemacht, einfach komplett zerstört. Leber im Arsch, andere Werte waren auch komplett kaputt. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen am Regenerieren quasi. Habe jetzt aber auch so ein bisschen Paranoia vom eventuell irgendwann wieder was machen mit eben genannten Freunden. Also exzessiv haben wir es übertrieben damals. Mhm. Wir haben alles gemacht, was Jugendliche eben machen sollten. Nicht machen sollten, aber trotzdem alle machen leider. Und wir beide haben dann einen K.O.-Tropfen im Blinker. Das war so kurz vor Ende, bevor wir aufgehört haben, so exzessiv zu feiern. Das war, glaube ich, Ende der letzten Nächte, oder? Wo diese K.O.-Tropfen im Blink waren. Nee, ich glaube, das war sogar einer der ersten Nächte. Ich glaube, das war sogar meine allererste, würde ich meinen. Ja, aber es war so mein Punkt. Ich habe an dem Abend, am nächsten Tag, gemerkt, irgendwie fühlt sich Feiern anders an. Es fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Vielleicht ein halbes Jahr habe ich gefeiert und es war ungefähr nach so 4 Monaten, da wurde dieser K.O.-Tropfen und Alkohol im Drink fand, auf dem Tisch. Und als ich dann zu Hause war und ganze Nacht laut Erzählungen, ich weiß es nicht mehr, gekotzt habe und weggeneckt bin, aufgewacht bin und irgendwas erzählt habe, ich weiß gar nichts mehr von der Nacht, war für mich der Punkt, nee, irgendwie es fühlt sich nicht richtig an, dass wir so viel feiern gehen. Das war, glaube ich, mein Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, es kann nicht das Richtige sein. Wie was für dich, als du im Krankenhaus aufgewacht bist? Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, ja. Und ich gar nicht wusste, was passiert ist. Und immer wieder wach, weg, wach, weg, wach, weg. Ja. Und ich da irgendwie versucht habe, mich auszuweisen. Ich habe wohl irgendwie mitgedacht in meinem Vollrausch. Hab sogar noch irgendwie mein Handy zücken können, sodass die Ärzte meine Mutter benachrichtigen konnten. Es war tatsächlich sehr, sehr komisch, aber ich war zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, was hat mich da geritten oder was hat mich sagen lassen, scheiß drauf, ich mache einfach weiter. Weil ich habe tatsächlich weitergemacht. Ich bin tatsächlich weiter in Clubs gegangen. Ich bin weiter feiern gegangen. Ja, ich zähle auch noch weiter. Hab's wirklich auf die Spitze getrieben, bis es dann irgendwann gar nicht mehr ging. Und ich traurigerweise, einen sehr guten Freund verloren habe, wo ich gar nicht mitbekommen habe, dass es ihm schlecht geht. Ihm ging es aber schlecht. Ja. Weil man das tatsächlich alles verdrängt hat. Also es ging es nur noch ums Feiern, um Ausbildung, um irgendwelche anderen Dinge, aber gar nicht mehr um einen selber oder wie es der Person neben einem geht. Ja. Und das haben tatsächlich alle nicht mitbekommen. Das tut mir auch leid, wirklich. Das möchte ich auch nochmal sagen, dass wir das alle nicht mitbekommen haben. Das ist schwer mitzubekommen, weil ich mich ja eben sehr verschlossen habe gegenüber euch und mich komplett distanziert habe von allem, was um mich rum passiert, sondern mich nur quasi in meiner Welt gelebt habe und mich draußen gar nicht aufgehalten habe. Also war das nicht eure Schuld. Ich bin da niemandem nachtragend. Ich bin mir nachtragend, aber nicht euch auf keinen Fall. Ihr habt ja nichts falsch gemacht. Es war alles bestens. Wir haben uns halt gegenseitig hochgepusht, immer zu den Feiern gehen und gesagt, komm, dieses Wochenende auch. Mal hast du es gesagt, mal hab ich es gesagt, mal hat's jemand anderes gesagt, dass wir feiern gehen sollen. Ja. Und es war eben deswegen, weil es so ein Gruppenzwang auch irgendwie war, feiern zu gehen,
so etwas schlimm. Diejenigen, die eben dadurch keine gesundheitlichen Schäden bekommen haben, wie du, würde ich nicht sagen, dass du welche bekommen hast, so extremer, und eben andere, die meisten eben, die lernen daraus eben nichts. Die machen eben trotzdem noch weiter, verstehst du? Ja. Und es, die, also natürlich ist mal feiern gehen überhaupt kein Problem. Aber wenn dein Leben daraus besteht, feiern zu gehen, und ich, wenn ich es glücklich mache, ist es auch kein Problem. Jeder so, dass man was ihn glücklich macht. Aber mich, aus wegen diesen Erfahrungen eben, macht mich das keineswegs mehr glücklich, feiern zu gehen. Statement gesetzt. Statement. So. Und jetzt haben wir hier einen jungen Mann vor mir sitzen, der jetzt mittlerweile 19 Jahre alt ist, der mittlerweile seine Ausbildung macht, seine Schule gut hinbekommt, der hat eine Freundin gefunden, der hat mittlerweile zwei Nebenjobs. Und wie kann es sein, dass so ein Mensch, der gemobbt worden ist, der scheinbar nichts auf die Reihe bekommt, der seine Schule abbricht, der irgendwo in Berlin eine Ausbildung anfängt, keine Freunde hat, auf einmal zu Freunden kommt, mit denen er feiern geht, und danach, nach dem Feiern, eben daraus eben die Motivation zieht, eine Freundin zu finden, zwei Nebenjobs anzunehmen, Schule hinzubekommen und die Ausbildung weiterhin zu machen. Das, davor habe ich riesen Respekt. Leg mal los. Was kannst du dazu sagen? Das ist tatsächlich, hört sich alles so einfach an oder so lapidar, aber bei mir war es wirklich so, dass es immer kleine Anfänge gab. Also ich habe einfach für mich, und daran kann ich mich wirklich dran erinnern, für mich den Entschluss gefasst, es muss sich jetzt was ändern. Es muss sich was ändern, komplett was ändern. Und redest du gerade von beim Feiern gehen? Nach dem Feiern gehen tatsächlich. Also nach dem Feiern gehen hast du es gemerkt. Ja. Und war da irgendein spezieller Punkt, wo du es gemerkt hast? Beim Nachhauseweg, nach dem letzten Mal exzessiv Alkohol trinken, oder gab es irgendein Bild, was du im Kopf hast? Nee, es gab tatsächlich diesen einen Punkt, und den weiß ich heute noch wie damals. Ja. Tatsächlich, als ich das letzte Mal dich gesehen habe, wirklich. Wirklich? Wann war das denn? Das war, glaube ich, im 2000... Letztes Jahr auf jeden Fall. Aber es ist ja auch egal, wann das war. Es geht darum, wann das war, also wo das war quasi. Wo das war? Ja. Bei dir tatsächlich, bei dir zu Hause. Hier in der Wohnung. Hier in deiner neuen Wohnung, ja. Das war nach der Mandelioperation, genau, war das, glaube ich. Und dann genau, haben wir die Wohnung, wo du quasi eingerichtet warst. Genau. Und da war das der Punkt, wo du gemerkt hast, muss ich was ändern? Aber wie, warum? Weil der Kontakt einfach nicht mehr so da war. Also von heute auf morgen warst du ja komplett weg. Also du warst ja komplett raus. Wie gesagt, raus aus meinem Haus. Ich dachte mir dann irgendwie so, ja, das kann's aber nicht gewesen sein. Also das kann nicht sein. Es war für mich einfach nicht greifbar möglich. Und da habe ich dann alles nochmal so reflektiert und habe dann so darüber nachgedacht. Und habe dann wirklich für mich auch den Entschluss gefasst, was ist, wenn's mir irgendwann mal so geht? Was ist, wenn ich irgendwann sage, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich bin raus? So. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, es muss sich was ändern. Ich kann so wie es ist, kann ich nicht weitermachen. Ja. Und habe dann eben den Entschluss gefasst, zu einem Club zu gehen, wo ich regelmäßig feiern war. Und nahm mich dann erstmal so prophylaktisch als Promoter beworben und eben auf Provision gearbeitet. Das heißt, in dem Fall, man kriegt für die Leute, die man anwirbt, die da in den Club gehen und feiern und so, kriegt man ein bisschen was ab. Steht auch noch an Promostellen. Das ist eine ganz witzige Sache, um ehrlich zu sein. Ja, und das habe ich dann erstmal bis Anfang 2019 gemacht. Und 2019, Neujahr, 0 Uhr, alle feiern Silvester, alle haben sich lieb. Ja. Ich war mit meiner Familie tatsächlich in Dänemark. Sehr schön. Und da habe ich so drüber nachgedacht und habe für mich selber den Entschluss gefasst, 2019 wird ein komplett neues, anderes Jahr als 2018. Und ich habe zwei Tage später, glaube ich, eine Nachricht bekommen von einem, der im Traffic arbeitet, ob ich eine Festanstellung haben möchte, weil Promoter war bis dahin keine Festanstellung. Und ich so, ja klar, gerne. Und so bin ich dann im Traffic zu dem
geringfettiger also, Job gekommen. Traffic ist der Club, du musst. Genau. An wem jetzt mal nicht so oft den Namen, aber auf jeden Fall ist es der Club, wo ja. Sebastian gearbeitet hat. Bis gestern auf jeden Fall. Bis gestern auf jeden Fall. Erzähl weiter. Ja, und da habe ich dann als Runner angefangen. Genau. Was macht ein Runner denn? Ein Runner? Ja. Ein Runner. Ich kann das eher nicht rollen, deswegen sage ich Runner. Runner. zu Deutsch übersetzt heißt das eigentlich Abräumer. Das heißt, du bist dafür da, alles, alle leeren Gläser, alle leeren Flaschen, die im Club so rumstehen, einzusammeln und zum Abwasch zu bringen. Dann den Barkeeper mit neuen frischen Getränken zu versorgen, also Getränkenachschub, das heißt Bier, Energy, all sowas. Und ja, das ist dann im Prinzip noch deine Aufgabe. Und noch dazu kommt eben am Ende des Abends den Club zu reinigen. Ja. Ja. Und du hast das quasi gemacht am Wochenende? Genau. Manchmal 2 Tage die Woche oder immer nur? Immer 2 Tage die Woche. Immer 2 Tage die Woche. Immer. Sprich, du hast von Montag bis Freitag gearbeitet, 8 Stunden. Also mit Schule, also ja. Schule, Dienstag, Donnerstag. Ja. An den restlichen Tagen, Montag bis Freitag eben gearbeitet. Genau. Am Freitag dann nach der Arbeit nach Hause gefahren, ausgeruht, was gegessen und dann noch zur nächsten Arbeit gefahren quasi. Genau. Am Samstag ein bisschen geschlafen und ja. Samstag wieder gearbeitet gewesen. Ja. Und am Sonntag dann Zeit gefunden, um dein anderes Geschäftsmodell hochzupushen. Genau. Ja. Das, davor habe ich in dem jungen Alter, das machen die wenigsten, so einen extrem exzessiven Hustle quasi, nenne ich das mal sehr, sehr gerne, dass man sich so extrem anstrengt, um seine Ziele zu erreichen. Auch wenn es jetzt nicht meine Ziele wären, aber es sind deine Ziele. Und wenn du dafür so hart arbeitest, habe ich dafür einen riesen Respekt, dass du das so durchziehst. Und vor allem auch, du musst das so sehen, ich glaube, in deiner Klasse sind viele Menschen, 20 Menschen oder so, das ist in deiner Klasse ungefähr, oder? Kann ja, sein? 14. Super. Und wie viele von diesen 14 machen so viel neben der Ausbildung nebenher? Einer? Nur ich. Einer, genau. Ja, einer. Nur einer. Einer von diesen 14 Menschen, die neben der Ausbildung, die Ausbildung machen und davon schon extrem erschöpft sind. Und hier haben wir jemanden, der trotz dessen so viel durchzieht, obwohl er eben, weil er sich quasi von diesen ganzen negativen Phasen in seinem Leben, die ja scheinbar auch extrem langanhaltend waren, sich nicht runterziehen hätten lassen können, wie auch immer. Ja, Deutsch ist ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es hin, denke ich. Wir schaffen es schon. Wir schaffen es schon. So, jetzt sind wir hier. Heutiger Tag. Du hast gestern gekündigt bei dem Club, wo du gearbeitet hast. Genau, ja. Müssen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen, das ist auch unwichtig für die Geschichte. Jetzt willst du demnächst noch eine neue Ausbildung suchen, einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ja. War schon eine Idee, wo? Ich denke mal, es wird sich wieder ein Club ergeben, hoffe ich mal. Und wenn nicht, dann mache ich irgendwas, wofür ich auch wieder geringfügig bezahlt werde. Das heißt auf 450-Euro Basis. Gibt es so eher sucht das ja kein was vielleicht auch wieder Freitag und Samstag stattfindet. Ja. Oder am besten nur Samstag, vielleicht auch Sonntag. Also wenn du was haben willst, was so die wenigsten, also was am wenigsten auf die psychische, also am wenigsten Belastung quasi ausübt, kannst zum Beispiel, ich glaube, alle Supermärkte suchen ja jemanden, der abends noch ein bisschen Ware verräumt. Das ist richtig easy. Dost Express kannst du ja zum Beispiel auch machen. Das ist eine Firma in Berlin, glaube ich, oder in Deutschland. Die suchen, glaube ich, auch aktuell noch. Und die ist ja auch ein easy Job wahrscheinlich. Ja. Also das wären so Jobs, die ich dir empfehlen würde, weil im Club arbeiten hat immer sehr viel mit Stress zu tun. Wenn du das natürlich magst, ist es natürlich perfekt. Aber meiner Meinung nach immer sehr, sehr stressig. Und Stress ist nie was Gutes. Das stimmt, ja. So, Sebastian. So. Noch 19 Jahre alt. Noch 19 Jahre alt. Wie geht's deiner Freundin? Wie geht's meiner Freundin? Meiner Freundin geht's tatsächlich gut, ja. Ja, euch geht's auch gut, ja. Uns geht's auch gut, ja. Wir hatten, das kann man ja auch mal nebenbei erwähnen, vor einer Woche einen ziemlich großen Streit, aber das hat sich alles wieder gelegt. Ja. Wurden geklättet. Ja. Ich hätte zu Sebastian zum Beispiel hier vor 5 Jahren, hätte ich ihm die Fragen gestellt, die ich ihm jetzt gerade gestellt habe, wie es seiner Freundin geht. Und, wie sein Leben läuft, hätte, glaube ich, diese Fragen mit ganz anderen Antworten belegt, oder? Da hätte ich im Witz geantwortet und hätte gesagt, meine Hand habe ich hier, siehst du doch. Also Freundin existiert damals noch nicht in seinem Leben. Nee. Und ja, da habe ich einen riesen Respekt, Sebastian. Und falls du da draußen eine Story hast, die du mit uns teilen möchtest, mit mir, Sebastian, der hört auch fleißig immer jeden Podcast, würde ich dir auch empfehlen, auf Spotify oder auf iTunes die Podcasts anzuhören, oder? Findest du auch ziemlich gut, oder? Auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall. Ich würde sowieso noch erwähnen, dass man dir auf jeden Fall auf Instagram folgen sollte, weil das ist ganz wichtig. Mir wird es ja mal folgen, Samuel Lift und natürlich Sebastian Pracht. Unterstrich oder kein Unterstrich in der Instagram? Sebastian Unterstrich Pracht. Sebastian Unterstrich Pracht, so wie man es ausspricht, easy zu. Entspannt. Easy zu schreiben. Also falls ihr diesen jungen Mann attraktiv findet, auch egal ob Mann oder Frau, einfach followen und ab und zu mal reinschauen. Der macht auch guten Stuff und wie gesagt, ein sehr fleißiger Mensch, der es durchzieht und an den Zielen, die halt festarbeitet. Ja, Mann. Ich hoffe, dass du dieses Jahr auch noch zu deinem Jahr machen kannst. Ich weiß, für die meisten ist das Jahr schon gefühlt abgeschrieben, aber nicht mit uns, Leute. Wir ziehen durch. Richtig. Sebastian ist raus. Ich bin raus. Ciao. Ciao.